Es gibt ein neues Format hier auf diesem Kanal, nämlich den Krypto-Talk. Das heißt, in unregelmäßigen Abständen werden wir hier über die wichtigsten Themen aus dem Bereich Krypto sprechen. Warum? Weil es einfach eines der großen Zukunftsthemen ist. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Wer das ist und wer uns also in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren hier begleiten wird, das erfahrt ihr gleich. Bleib unbedingt dran. Wenn ihr diesen Kanal seit mindestens 2 Wochen folgt, dann kennt ihr ihn bereits, denn mein Gast, das ist Michael Pullitt. Michael war mit mir hier auch vor kurzem in Dubai auf der Blockchain Live und der Michael ist mein Freund und Experte, wenn es um das Thema Krypto geht. Lieber Michael, hallo, schön, dass du da bist. Grüß dich, Jens. Und, Einladung. Wir wollten eigentlich beim ersten Talk ganz, ganz entspannt sprechen über das Thema Steuern. Ne, da hat sich ein bisschen was getan. Jetzt müssen wir aber was ganz Aktuelles reinschieben, nämlich Silvergate. Michael, erzähl mal, was ist da los, was ist da passiert? Genau, die Silvergate Corporation ist eine Bank, ein Kreditinstitut, eben mit Fokus auf den Kryptobereich. Ne? Das ist so eine klassische Kryptobank, sagt man. Bedeutet, die interagieren ja in ihrem Geschäftsumfeld einfach viel mit so kryptonahen Unternehmen, vor allem irgendwelchen Börsen, beispielsweise Coinbase oder in der Vergangenheit eben auch mit FTX. Und das ist denen im Prinzip jetzt auf die Füße gefallen, sage ich mal. Wir haben jetzt vor kurzem den Quartalsbericht veröffentlicht für das Q4 2022 und da einen Verlust von knapp 1 Milliarde US-Dollar ausgewiesen und jetzt auch quasi Zahlungsschwierigkeiten angemeldet. Also die haben ja akute Liquiditätsprobleme, mussten sich auch schon refinanzieren, was dann auch diesen Verlust von 1 Milliarde Dollar in der Bilanz quasi ausgelöst hat. Und ja, könnte jetzt so, sagen wir mal, das nächste Beben in gewisser Weise auslösen. Also wir haben da teilweise schon auch Sachen eingepreist im Kurs. Ne? So die ganze Geschichte um Silvergate ist so einer von 5 Faktoren, die den Kryptomarkt im Moment belasten, unserer Ansicht nach. Und ja, ist auf jeden Fall ein Faktor, auf den man jetzt sein Augenmerk legen sollte. Also ich habe heute Nacht oder beziehungsweise heute früh, als ich aufgestanden bin, ich bin ja immer Europa ein bisschen voraus, ne, durch die Zeitverschiebung hier in Dubai. Als ich aufgestanden bin, habe ich gehört, die haben gestern Abend wohl so circa 11 Uhr deutscher Zeit, kam die Nachricht dann über die Ticker, dass sie also ihr Geschäft einstellen und quasi Insolvenz anmelden wollen. Jetzt muss man dazu sagen, dann ist der Preis nachbörslich knapp 50% gefallen. Aber so ganz überraschend, dass der Preis dann nach unten geht, war das ja nicht unbedingt. Nee, überhaupt nicht. Also ist ja auch, wenn man sich den Aktienkursverlauf mal anschaut, können wir vielleicht auch mal einblenden an der Stelle, dass man es mal nachvollziehen kann. Also die sind vom All-Time-High vorher schon irgendwie 95% gefallen. Ne? Und jetzt, nachdem diese ja, Vorwürfe, sag ich mal, auch aufkamen und die Gerüchte aufkamen, dass die Zahlungsprobleme haben, sind wir mittlerweile bei einem Minus von ja, 98-99% vom All-Time-High. Und selbst seit ja, einer Woche ungefähr, ne, als das Ganze publik wurde, haben wir auch 60, 70, 80% verloren, also einen enormen Abverkauf, und das sieht man auch im Aktienkursverlauf. Und ja, bringt deshalb auch wieder Unsicherheit sozusagen in den Kryptomarkt rein. Und auch da sieht man quasi diese Abverkäufe, die einfach mit der Unsicherheit zu tun haben. Ne? Man hat Angst im Prinzip, dass die ja, komplett pleite gehen, was jetzt logischerweise im Raum steht, ne, wenn die das Geschäft einstellen möchten. Aber einfach diese Verflechtung mit verschiedenen Kryptounternehmen ist halt einfach ein Risikofaktor, den es mittlerweile gibt, den wir in gewisser Weise seit November eigentlich auch ein bisschen erwartet haben, würde ich sagen. So die genaue Ausprägung weiß man ja oft nicht, ne? Aber gerade nach der Geschichte um FTX hat man befürchtet, dass aufgrund dieser Verflechtungen, wenn die sich untereinander Geld leihen, wenn da einfach Abhängigkeiten bestehen, auch andere Unternehmen quasi mit runtergezogen werden können. Wir haben es schon bei manchen gesehen, zum Beispiel Gemini oder verschiedene Mining-Unternehmen, die pleite gegangen sind in den letzten Monaten. Und Silvergate wäre jetzt einer der größeren Player, den es als erwischen könnte. Mhm. Jetzt muss man eins noch dazu sagen, im Gegensatz zu FTX, wo ja auch viele Privatanleger involviert waren, die Geld da hatten. Mhm. Ich glaube, bei Silvergate gab es keine Privatanleger, ne? Sondern das war eher so, das hat eher indirekte Auswirkungen auf Privatanleger, aber direkt sind erstmal nur andere Institutionelle betroffen, weil du und ich, wir hätten gar kein Konto bei denen aufmachen können. Genau, ja, also als Privatanleger ist es natürlich etwas beruhigend, übergeordnet ist es aber ja, in gewisser Weise deswegen auch kritischer zu beobachten. Ne? Bei FTX wurden ja, also bei der Kryptobörse FTX, ja Milliarden an Kundengeldern veruntreut, also wirkliche Schäden bei Privatpersonen angerichtet. Bei Silvergate ist jetzt erst das Problem, dass verschiedene Unternehmen sich über die finanziert haben, beispielsweise auch die MicroStrategy, ein Unternehmen aus den USA, die ihr Geschäftsmodell irgendwie komplett auf Bitcoin und Krypto ausgelegt haben, die Anleihen emittiert haben, um quasi mit Fremdkapital Bitcoin zu kaufen, die verschiedene Kredite, Finanzierungen laufen haben.
eben zum Teil auch bei der Silvergate. Und wenn die jetzt wirklich ja, Insolvenz anmelden, beziehungsweise Geschäftsmodelle einstellen, ist das, wie du sagst, so der indirekte Faktor, der sich da eben auswirken könnte. Coinbase hat beispielsweise letzte Woche schon angekündigt, das Geschäft mit Silvergate quasi komplett einzustellen. Also da gibt es jetzt keine Zahlungsflüsse mehr. Und die weisen auch immer direkt darauf hin, dass die Kundengelder im safe sind, weil das so die wichtigste Meldung für die Leute natürlich ist. Klar, was sollen sie auch anders sagen? Ja, also wird nie einer sagen, ich habe halt früh gelesen auf Twitter, Ja. JC von Binance hat natürlich auch sofort geschrieben, hey, bei uns bei Binance alles super, alles safe und so. Aber klar, was soll der auch anders sagen? Der wird niemals sagen, bei uns ist auch unsicher, sondern jeder wird Ja. natürlich immer sagen, bei uns ist alles sicher. Deswegen, man muss nach wie vor einfach mega, mega vorsichtig sein. Und wer gerade Kryptobestände länger halten will, wer jetzt nicht damit rumtradet oder so, der muss sie halt ganz einfach rausnehmen von den Börsen und muss sie eben an den Ort schieben, wo sie erstmal zumindest durch solche Sachen nicht verloren gehen können. Ne? Ja, also wie gesagt, wir predigen es quasi die ganze Zeit schon und seit November noch intensiver. Man soll sich wirklich auf die Basics quasi berufen, ne? Also Eigenverwahrung und Eigenverantwortung für das Ganze ist einfach ja, nach wie vor der Schlüssel zum Erfolg. Man ist komplett unabhängig von irgendwelchen Ereignissen von anderen Unternehmen, ne? Wo man eh keinen Einfluss drauf hat, sondern wenn man sich selbst um seine Sachen kümmert, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, absolut. Und wer halt auch das mal so als Tipp, wer eben jetzt ein bisschen traden will mit Bitcoin, Ethereum und Co., also vor allen Dingen mit den zwei großen. Es gibt ja auch eine Menge börsengelistete Produkte mittlerweile, Futures, teilweise ETF-nahe Produkte in den USA oder aus Kanada, wo man ja auch ein bisschen was machen kann. Klar, die sind alle nicht perfekt, aber es ist zumindest sicherer, als wenn man es bei irgendeiner Börse hat, von der man nicht weiß, wo sitzen die, was machen die mit dem Geld und so weiter. Teils, teils. Ne? Also einerseits, ja, ist es sicherer. Ne? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass gerade ein Unternehmen wie Grayscale beispielsweise, die den Grayscale Bitcoin Trust emittiert haben, auch extreme Risikoabschläge in ihrem Produkt drin hatten. Ne? Also wir hatten es auch drüber, dass man da jetzt vielleicht den Dollar für 50 Cent quasi kaufen kann, wie es gerne mal gepredigt wird, weil einfach mit dem Unternehmen Grayscale so viele Risiken einhergegangen sind stellenweise, dass quasi auf den normalen Kurs sozusagen, der 1 zu 1 Bitcoin abbilden soll, nochmal 50, 60% Abschlag, ja, Risikoabschlag quasi gewertet wurden, dass das Ganze eben verbilligt hat in der Weise. Ne? Also gerade bei börsengehandelten Produkten einerseits, ne, von der Bewahrung her sicherer, andererseits muss man immer bedenken, dass man auch ein gewisses Emittentenrisiko mit drin hat, weil eben der Herausgeber des Finanzprodukts auch einen Risikofaktor darstellt. Ne? Absolut. Also ich glaube, wer ganz, ganz sicher sein will, der nimmt die Futures, Ja. die in Amerika gehandelt werden, aber da braucht man halt eine entsprechende Kontogröße. Das ist jetzt Ja, nichts für ein jemand, für eins der ein paar bestimmt. Euros da machen will, ne? Ja, ich glaube, also wir hatten es ja neulich drüber, ne? Die Hinterlegung oder Margin ist da fast 1 zu 1, Genau. bei dem da für den typischen Privatanleger nicht unbedingt geeignet, aber wenn man die Möglichkeit hat, ist wahrscheinlich echt die sicherste Variante. Also ein volatiles Produkt noch hebeln ist halt aber auch ein bisschen sehr risky, ne? Eben, und hat in der Vergangenheit auch schon immer wieder zu größeren Verwerfungen geführt, gerade wenn irgendwelche Orders im Prinzip im Markt liegen, im Orderbuch schon drin sind, ne? Die gehebelt sind und dann bewegt sich der Kurs halt eher ungünstig, ne? Die werden ausgelöst, dann führt es gerne zu einer Kaskade, zu einer Preisspirale im Prinzip, die dann auch zu der extrem hohen Volatilität führt am Ende. Okay, also spannendes Thema. Kommen wir mal zum anderen Thema, das, was wir eigentlich besprechen wollten. Vor ungefähr Ja. 10 Tagen oder so habe ich es gesehen, gab es ein paar Meldungen, dass das deutsche, nicht das deutsche Finanzamt, aber die deutsche Steuergesetzgebung jetzt auch Richtung Bitcoin reagiert hat und gesagt hat, hey, Bitcoin-Gewinne sind steuerpflichtig oder werden als steuerpflichtig eingestuft. Mal runtergebrochen für alle, die jetzt keine Steuerfachleute sind, so wie ich. Was hat da sich der deutsche Fiskus einfallen lassen? Ja, also grundsätzlich bei solchen Themen immer zu sagen, es ist keine Steuerberatung, es sind keine Steuerberater. Wenn es irgendwelche Anliegen gibt, bitte einen fachkundigen Steuerberater oder Rechtsanwalt dazu ziehen, weil es wirklich ein schwieriges, heikles Thema ist. Da Neulich bin ich erst übrigens irgendwie. gespannt Ja. auf die große Anzahl an fachkundigen Steuerberatern zum Thema Krypto. Ja, das soll jeder selbst entscheiden. Ich habe neulich einen Spruch gelesen, da hieß es, Gott verzeiht das Finanzamt nicht. Dementsprechend sollte man da tatsächlich vorsichtig sein. Und genau, wie du gesagt hast, der BFH, Bundesfinanzhof, quasi das höchste Finanzgericht in Deutschland, sage ich mal, hat ein Urteil gesprochen jetzt, dass die Kryptogewinne eben steuerpflichtig sind und eben auch rückwirkend steuerpflichtig sind. Ne? Das ist quasi der große Faktor. Bedeutet, ja, da gibt es im Prinzip jetzt so eine Informationswelle, wo auch die Börsen sozusagen Auskunft ans Finanzamt geben müssen,
Bedeutet für jeden, der quasi in den vergangenen Jahren Gewinne im Kryptobereich privat erzielt hat oder geschäftlich eigentlich auch erzielt hat und die nicht angegeben hat in der Steuererklärung, sollte das nachholen. Also Thema Selbstanzeige, hört sich hart an, aber im Prinzip ist eine Selbstanzeige beim Finanzamt, steht da auf jeden Fall im Raum, dass man da eben nicht irgendwie mit Steuerhinterziehung oder ähnlichem Probleme bekommt im Nachhinein. Thema ist einfach, dass bislang unklar war, ne, wie die Kryptowährungen, Kryptoassets zu greifen sind in steuerlicher Hinsicht. Und jetzt ist eben klar, dass sie als Wirtschaftsgüter gesehen werden. Ne? Also es ging um sogenannte Currency Token, also quasi jede Kryptowährung, die man als Währung verwenden könnte. Ein Faktor beispielsweise, der das bedingt, ist die Teilbarkeit des Ganzen. Also ich habe nicht nur ein Bitcoin, sondern kann auch ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel quasi davon handeln. Anders wie bei einem NFT beispielsweise, das einfach ein Block ist sozusagen, ne? Also ein Ding, das nicht teilweise. Und darauf bezieht sich das Ganze eben. Und wie gesagt, für die Leute, die es in der Vergangenheit nicht besteuert haben, sollte das jetzt beim Finanzamt auf jeden Fall melden. So, das heißt also auch, wer gedacht hat, hey, das ist steuerfrei, da kann es passieren, der muss für die letzten Jahre, auch gerade für die Boom-Jahre, unter Umständen noch Steuern bezahlen. Wobei es dürfte sich wahrscheinlich nur um realisierte Gewinne handeln, nicht um Buchgewinne, oder? Genau, es geht um realisierte Gewinne, das ist natürlich wichtig zu sagen. Noch wichtiger zu sagen ist aber, dass es quasi auch darum geht, wenn man Währungspaare untereinander tauscht. Also es geht nicht nur darum, ich kaufe irgendwie, was ich beispielsweise einen Bitcoin-Bestand, da tausche ich den mal gegen Ethereum, mal gegen Monero, wie auch immer, ne? Und dann mache ich es irgendwann, lasse ich mir einen Euro auscashen und ich muss das besteuern, sondern ich muss jede Transaktion zwischendrin eigentlich besteuern und anmelden. Und das war jetzt auch der Fall im Prinzip, der vom Bundesfinanzhof ausgetragen wurde. Ne? Da gab es quasi einen Steuerpflichtigen, also eine Privatperson, die da geklagt hatte gegen die rückwirkende Besteuerung seiner Kryptogewinne. Der hatte wohl im Jahr 2017 oder 2016, 2017 aus einem fünfstelligen Betrag insgesamt 3,4 Millionen Euro ungefähr gemacht. Also das war quasi damals das Boomjahr im Kryptobereich gewesen. Ne? Also nicht unüblich, dass da quasi die ganzen Jungmillionäre, sag ich mal, von heute irgendwie sich gemacht haben. Und der hat eben auch Bitcoin gegen Ethereum getauscht, gegen Monero getauscht und wieder hin und her quasi, also die verschiedenen Währungspaare untereinander, und hat davon eben nichts angemeldet. Und sieht bloß so aus, als müsste er jetzt die 3,4 Millionen rückwirkend besteuern. Und wie du auch weißt, Jens, ist es in der Form heikel, ne? Weil wer sagt, dass der das Geld überhaupt noch hat, das quasi überhaupt noch aufbringen kann, ne? Wenn das Geld nicht schon weg ist. Also großer Risikofaktor, ne? Und sollte man selbst auf jeden Fall auch selbst mal durchrechnen quasi oder durchrechnen lassen, wenn man da irgendwie betroffen ist. Ist natürlich für denjenigen, den es betrifft, wahrscheinlich ein Schock, aber man muss jetzt fairerweise sagen, das ist auch nicht so was ganz Neues, weil das gab es beispielsweise, ich kenne das schon vor über 20 Jahren aus dem Aktienbereich, da gab es damals auch im neuen Markt Leute, die unglaublich viel Geld im neuen Markt verdient haben, haben auch gedacht, hey, das ist steuerfrei, haben dann die ganze Kohle rausgehauen oder haben sie dann vielleicht sogar, haben diese Gewinne realisiert, haben sie dann später wieder vielleicht mit irgendwas anderem verloren, mussten aber trotzdem auf die Gewinne Steuern zahlen, ähnlich Uli Hoeneß damals, der auch in unterm Strich eigentlich keinen Gewinn gemacht hat mit seinen ganzen Währungsspekulationen, aber für einen gewissen Zeitraum eben Gewinne gemacht hat, die hat er nicht angegeben, gilt als Steuerhinterziehung und deswegen entsprechender Strafe. Und wir wissen ja alle, gerade der deutsche Fiskus, der straft deutlich härter, das deutsche Gesetz straft deutlich härter, wenn du Steuern hinterziehst, als wenn du irgendwie Leib und Leben drohst. Aber man muss sich dessen einfach bewusst sein. Und im Grunde gilt es hier, genau wie bei uns an der Aktienbörse, auch Krypto ist ein Business. Also man muss es auch als Business begreifen und da gehören halt auch Steuern, ob man will oder nicht, dazu, dass man sich da eben eine vernünftige Strategie überlegt. Ja, absolut. Also auch wie du quasi im Aktienbereich auch gerne sagst, braucht man hier genauso einen Plan. Im Prinzip, man muss auch die Spielregeln sozusagen kennen. Da gehört eben auch die Besteuerung am Ende des Tages dazu. Ne? Wir haben ja noch die Sondersituation in Deutschland, das ist auch nicht in jedem Land, das ist sogar noch ein Bonus im Moment, ne, dass es eben die Spekulationsfrist von einem Jahr gibt. Bedeutet, wenn ich quasi tatsächlich Kryptobestände ein Jahr halte quasi und nicht gegen irgendwas anderes tausche, dann sind die Gewinne daraus steuerfrei. Das bleibt auch nach wie vor bestehen, ne? Also da wurde jetzt nichts dran gerüttelt. Aber ich muss eben das eine Jahr im Prinzip nachweisen können. Da ist im Prinzip wichtig, dass ich mir die richtigen Reportings rausziehe bei meinen Verwahrungsmöglichkeiten, ob es jetzt irgendwie ein privates Wallet ist oder von einer Börse, von der Exchanges, ne? Kann ich mir immer so eine CSV-Datei meistens rausziehen mit den Transaktionen. Und dann brauche ich eben noch eine Software im Prinzip, wo ich das Ganze so tracken kann. Coin-Tracking beispielsweise ist ja eigentlich relativ populär, ne?
dann kann ich da auch relativ einfach so einen Steuerreport rausziehen, den ich halt früher oder später fürs Finanzamt einfach brauche und sonst, ja, kann ich tatsächlich in Schwierigkeiten kommen. Also mir hat jetzt besonders der Satz gefallen, da kann ich dann ganz einfach einen Steuerreport Ja, so ist aber rausziehen. relativ einfach und auf jeden Fall deutlich einfacher, als wenn ich irgendwann vom Bundesfinanzhof sitze und 3,4 Millionen Euro nachbesteuern soll. Aber Definitiv. Wie wird das, das als letzte Frage, wie wird das besteuert, persönlicher Einkommensteuersatz oder Abgeltungssteuer? Ja, tatsächlich auch heikle Situation. Im privaten Bereich ist persönliche Einkommenssteuer. Also wenn ich quasi die Spekulationsfrist nicht einhalte, gilt quasi mein persönlicher Einkommensteuersatz, was auch nochmal ja, ein heikles Thema ist auf jeden Fall. Wenn ich jetzt irgendwie mit einer VV GmbH oder Trading GmbH handle, dann sind es die typische Abgeltungssteuer im Prinzip. Also auch sind so immer zwei Seiten, die man beachten muss. Einerseits privat oder geschäftlich. Und dann handle ich im Prinzip die tatsächlichen Kryptobestände, also auf dem Spotmarkt, sagt man, oder handle ich irgendein Derivat, ne? Das wird auch nochmal anders gehandelt. Also auch nochmal der Appell, wie gesagt, Ja. im optimalen Fall einen kundigen Steuerberater zu finden, der sich mit der Materie einigermaßen auskennt. Kann man mittlerweile auch, sag mal, ja, aus der Ferne irgendwie konsultieren. Also es gibt einige auch im deutschsprachigen Raum, die sich darauf spezialisiert haben, also quasi so Kryptosteuerberater sind. Und im Zweifel, gerade wenn es um wirklich höhere Summen geht, soll man manchmal drüber nachdenken, ob man den nicht mal fragt, wie die Lage denn ist. Absolut. Okay, wie gesagt, nochmal der Hinweis, das ist ja keine Steuerberatung, sondern das ist, wir haben einfach nur mal über das Thema gesprochen, weil wir natürlich auch selbst quasi im Kryptobereich unterwegs sind und da was machen. Und da muss man sich einfach auch um dieses Thema kümmern. Okay. So, wenn euch das Ganze jetzt fürs erste Mal gefallen hat und ihr sagt, hey, wir wollen das wiedersehen, wir wollen das öfter sehen, dann habt ihr jetzt genau zwei Möglichkeiten. Nummer eins, ihr bleibt Abonnenten dieses Kanals, beziehungsweise falls ihr es noch nicht seid, ihr abonniert diesen Kanal. Und zum anderen schreibt uns die Fragen, die ihr habt zum Thema Krypto. Was interessiert euch da? Schreibt uns das Ganze hier in die Kommentare hinein und dann werde ich mich regelmäßig mit dem Michael zusammensetzen und wir werden darüber sprechen. Und auch Themen, die euch interessieren, können wir da für euch ein bisschen besser aufbereiten. Wie gesagt, wir sind fest davon überzeugt, dass der gesamte Bereich, ich nenne es einfach nochmal Krypto, wobei da ja so viel dazugehört, dass das ein ganz großes Thema wird in den nächsten Jahrzehnten in ganz, ganz vielen Bereichen. Nicht nur einfach Long Short Bitcoin, sondern viele, viele andere Sachen. Und wir werden euch da hier auf dem Laufenden halten. Lieber Michael, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Gerne. Liebe Grüße nach Deutschland und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.